So Leute, heute geht es wieder um euren Online-Shop. Und wenn du dieses Video bis zum Ende anschaust, dann garantiere ich dir, dass sich deine Conversion Rate bei richtiger Umsetzung der Tipps erhöhen wird. Bleib dran! Ja Leute, heute gibt es ein richtig geiles Video, denn dieses Video wird dir 100%ig bares Geld bringen und zwar Tag für Tag, wenn du das Angegebene richtig umsetzt. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, würde es sehr cool finden, wenn du das Video, wenn es dir am Ende gefallen hat, nicht nur likest, sondern auch noch teilen würdest. Du hast bestimmt in deiner Facebook-Liste Xing oder Instagram oder irgendwo, wo du bist, auf welchem sozialen Netzwerk, in deinem Blog Leser, hast du bestimmt irgendwo Leute in deinem Umfeld, die einen Online-Shop haben und die auch eine Conversion-Rate-Erhöhung gebrauchen könnten. Und wie gesagt, deswegen wäre es sehr cool, wenn du das Video teilen würdest. So, und jetzt starten wir mit dem Conversion Boosting für deinen Online-Shop. Ich werde dir das Ganze anhand des 7E Conversion Framework von Andre Morris näher bringen. Die 7 Punkte, die wir dabei heute behandeln werden, sind Relevanz, Vertrauen, Orientierung, Sicherheit, Komfort und Bewertung. Starten wir mit der Relevanz. Du musst auf jeden Fall schauen, dass deine Produkte, deine Blogartikel, die du in deinem Online-Shop veröffentlichst, wirklich relevante Inhalte haben. Das heißt, Produktbeschreibungen müssen möglichst ausführlich sein, sollten das Produkt möglichst gut darstellen. Blogartikel sollen möglichst viel Wissen vermitteln, sollen wirklich qualitativ hochwertigen Content haben, sollen einen Mehrwert bieten. Die Produktbeschreibungen sollen keine Fragen offen lassen. Wenn dir irgendwelche Fragen zu deinem Produkt einfallen, mache dir Gedanken, bevor du das Produkt in deinen Online-Shop einstellst, was für Fragen könnten meine Kunden haben? Wie groß ist es? Wie breit ist es? Kann ich es damit einsetzen? Ist es damit kombinierbar? Ist es für diesen Zweck geeignet? Für welchen Zweck ist es nicht geeignet? Mache dir Gedanken über deine Produkte und erstelle qualitativ hochwertige Produktbeschreibungen, wie aber auch qualitativ hochwertige Blogartikel. Das heißt, deine Inhalte sollten eine hohe Relevanz aufweisen. Punkt Nummer 2, Vertrauen. Wie schaffst du Vertrauen zu deinem Kunden, denn er kennt dich ja nicht? Naja, da hast du folgende Möglichkeiten. Zum einen könntest du auf deiner Startseite oder im Conversion Header könntest du darauf hinweisen, 1 Million zufriedene Kunden weltweit. Also 1 Million natürlich als Platzhalter, wie viele Kunden du natürlich hast. Oder wir versenden weltweit, wäre auch so ein kleines Vertrauensmerkmal. Du kannst einen Live-Chat einbinden. Naja, ein Live-Chat bringt erstmal nicht so viel Vertrauen, aber wenn der Live-Chat genutzt wird oder auch unterbewusst, ein bisschen, wenn er nicht genutzt wird, weiß jemand, hey, da steht jemand dahinter. Das ist nicht einfach nur ein Online-Shop, der vielleicht nebenberuflich betrieben wird oder was, sondern da kann ich mit jemandem reden. Der Live-Chat, weiß ich aus eigener Erfahrung, wird auch sehr gerne genutzt. Auch wenn manchmal wirklich, ja, blöde Fragen gestellt werden und Dinge, die nicht unbedingt dich weiterbringen und die dich eigentlich nur Zeit kosten. Aber es ist auch ein Vertrauensmerkmal. Bewertungen sind Vertrauensmerkmale. Und noch ein paar andere Sachen, die aber gleich noch kommen werden. Vertrauen ist ganz wichtig. Du musst versuchen, zu deinem Interessenten, zu dem potenziellen Kunden Vertrauen aufzubauen. Weil dadurch kauft er leichter. Und wenn er dann begeistert ist, kauft er zum einen wieder, weil er hat das Vertrauen inzwischen zu dir und er empfiehlt dich auch weiter. Deswegen Vertrauen ist etwas ganz Wichtiges und Elementares im Online-Shop und natürlich auch zur Steigerung deiner Conversion Rate. Punkt Nummer 3, die Orientierung. Wenn dein Online-Shop grafisch wunderbar gestaltet ist, aber viel zu kompliziert, dann ist das schlecht für deine Conversion. Warum? Ein Kunde will nicht ewig nach dem Kaufen, Warenkorb, Zeugs-Button suchen, sondern er will einen Artikel suchen, finden, in den Warenkorb kaufen. Bezahlsysteme gehören hier auch dazu. Gestalte alles möglichst einfach. Biete natürlich möglichst viele Varianten an, aber so einfach wie möglich. Bau keine 10 Fenster ein und hier muss er erst noch deine Facebook-Seite liken und hier kann er sich zwischen 10 Bonusgeschenken entscheiden und was weiß ich was nicht alles, sondern mach alles so einfach wie möglich. Dazu zählt zum einen natürlich der Bestell- und Checkout-Prozess, zum anderen aber schon die Bedienung im Online-Shop überhaupt.
Wenn die Navigation ausfährt, kann man das auf jeder Auflösung lesen? Kann man das mit jeder Bildschirmgröße sehen? Oder muss man dann scrollen oder was? Wo ist die Suchenleiste? Ist die oben im Header oder ist sie irgendwo, vielleicht sogar im Footer, dass der Kunde oder der potenzielle Kunde gar nicht weiß, wo er jetzt seinen Suchbegriff eingeben soll? Und findet er die Kategorien leicht? Ist alles schön übersichtlich gestaltet? Vielleicht musst du dir Gedanken machen über deine Kategorieanordnung und so weiter. Versuche alles so einfach wie möglich für den Kunden zu machen oder für den potenziellen Kunden. Keep it simple. Lass den Kunden sich ganz einfach orientieren auf deiner Website. Punkt Nummer 4, die Stimulanz. Was bedeutet jetzt Stimulanz? Naja, du musst ein positives Gefühl im Kunden hervorrufen. Und das machst du auf jeden Fall schon mal, indem du dem Kunden den Nutzen aufzeigst. Nicht einfach nur, dass du das Produkt hast und ihm das gerne verkaufen würdest, sondern zeig ihm den Nutzen des Produktes auf. Was kann er machen mit diesem Produkt? Was für Vorteile hat er dadurch? Was für Vorteile hat er auch, wenn er bei dir im Online-Shop kauft, zum Beispiel durch ein Bonussystem, wäre auch eine Art der Stimulanz, dass er bei dir Bonuspunkte bekommt und ab so und so viel Bonuspunkte bekommt er immer etwas gratis oder bekommt er Rabatt oder je nachdem. Zeig dem Kunden den Nutzen und den Vorteil des Produktes, aber auch des Kaufs in deinem Online-Shop auf. Punkt Nummer 5 ist die Sicherheit. Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema heutzutage. Denn ja, die Leute haben eh irgendwie Angst um ihre Daten, auch wenn jeder bei Facebook alles einfach so freigibt. Und ich habe die AGB gelesen, das ist wahrscheinlich die häufigste Lüge weltweit überhaupt auf der Welt. Aber zeige dem Kunden, dass er bei dir kein Risiko hat. Sie kaufen risikolos. Kannst du hinschreiben irgendwo? Muss es natürlich begründen, weil 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, kostenloser Rückversand. Ihre Daten sind bei uns sicher, werden nicht an Dritte weitergegeben. Bezahlprozess durch die und die Bezahlanbieter, verschlüsselte Bestellabwicklung und, und. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, wie du dem Kunden aufzeigen kannst, dass er kein Risiko bei dir hat, dass er völlig sicher bei dir kauft. Punkt Nummer 6, der Komfort. Der Komfort geht auch etwas in den Bereich der Orientierung, da alles sehr einfach gestaltet sein soll, aber Komfort bedeutet natürlich auch dann Handhabe mit dem Produkt beziehungsweise im Schadensfall, wo wir auch wieder bei kein Risiko sind. Ihr merkt, das Ganze verschwimmt ein bisschen. Komfort heißt hier, dass ihr dem Kunden kostenlose Rückversand anbietet, Austausch im Schadensfall, kostenlosen Versand, möglicherweise kann auch ein Komfortmerkmal sein. Ja, lauter solche Dinge, je nachdem für eure Produkte gibt es vielleicht noch spezielle verschiedene Sachen. Komfort, dass der Kunde möglichst wenig Aufwand mit seiner Bestellung hat. Er bestellt, bekommt, hat Qualität. Ist etwas mal nicht so, bekommt er umgehend Ersatz und so weiter. Das ist Komfort. Macht dem Kunden klar, dass er bei euch sehr einfach einkaufen kann, dass es kein Problem ist, wenn mal etwas kaputt ist, dass er sofort Ersatz bekommt und, und. Kommen wir nun zum 7. und letzten Punkt, der Bewertung. Bewertungen sind ein ganz wichtiges Kriterium für eure Conversion Rate. Denn die Kunden, speziell Amazon hat das natürlich im Laufe der Jahre vorangetrieben, aber die Kunden heutzutage, wir sind doch auch nicht anders. Ich schaue auch, wenn ich bei Amazon mich für irgendwelchen Artikel interessiere und habe drei verschiedene, die alle ungefähr das gleiche kosten, was mache ich? Ich scroll nach unten und schaue, wie sind die bewertet. Und natürlich guckt man auf die Merkmale, aber Bewertungen sind ein ganz wichtiges Kriterium, ob ein Artikel gekauft wird oder eben nicht. Und ihr werdet merken, wenn ihr Bewertungen einbaut, dann merkt ihr einfach, dass Produkte, die sehr häufig sehr gut bewertet werden, besser konvertieren, also schneller oder nicht schneller, sondern besser verkauft werden. Die Kaufrate ist bei diesen Produkten besser als bei anderen, die nicht bewertet werden oder natürlich vielleicht sogar nicht so gut. Ich möchte euch hier noch einen Tipp mit auf den Weg geben gleich. Ihr dürft nicht die Kunden anschreiben und sagen, wenn sie euch positiv bewerten, dann bekommen sie einen Gutschein oder so. Das ist nicht erlaubt, weil das natürlich Wettbewerbsverzerrung wäre, denn das ist ja Bestechung praktisch. So, das ist natürlich nicht erlaubt. Aber ihr solltet auf jeden Fall Wert auf Bewertungen legen.
Schaut, ob ihr einen Anbieter für also eine Bewertungsplattform einbindet in euren Onlineshop. Es gibt für fast jeden Anbieter, für fast jeden Onlineshop gibt es Plugins, um das sehr einfach einzubinden. Oder ob ihr es direkt über euren Onlineshop macht. Ihr solltet nur gucken, dass das wirklich funktioniert, dass sie eben nach x Tagen dann angeschrieben werden. Vielleicht nach einer Woche, je nach Produkt, möglicherweise ein bisschen länger. Und dann sollte das auf jeden Fall funktionieren, sollte gangbar sein, dass die Sterne auch bei Google angezeigt werden und so weiter. Das ist ganz wichtig und auch das wird eure Conversion Rate erhöhen. So Leute, ich hoffe, ich habe euch eingangs des Videos nicht zu viel versprochen. Wenn ihr all diese Punkte anwenden werdet, dann merkt ihr irgendwann, dass sich eure Conversion Rate erhöhen wird. Und dann habt ihr möglicherweise auch irgendwann 3, 4, 5, 6% Conversion Rate und das lohnt sich dann enorm bei euch in der Geldbörse. Nagelt mich nicht fest, es gibt natürlich Branchen, wo 1% oder so das Maximum ist, ist in Ordnung, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Wendet diese Punkte an und dann wird sich euer Online-Shop verbessern, eure Conversion Rate wird sich verbessern und ihr werdet mehr Kohle herausholen aus der gleichen Anzahl an Besucher. Wenn dir das Video gefallen hat, ihr wisst, if you like it, then like it. Abonnier meinen YouTube-Channel und bitte, komm, war doch ein geiles Video, oder? Diesmal teile dieses Video für mehr Abonnenten und so weiter. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonnier meinen YouTube-Channel. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. 17 Uhr morgen. Ich bin Ben Schneider, dein Business Coach. Ciao.